Zu einem Kaminbrand am Montagabend gegen 20:30 Uhr mussten Kräfte der Feuerwehr Hilchenbach ausrücken. An der Hauptstraße in Müsen brannte in einem Fachwerkhaus der Kamin. Das Feuer hatte sich vom Keller bis ins Dach im Kamin hochgefressen. So ein Komplettkaminbrand kommt laut Aussage der Feuerwehr nicht so häufig vor. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, rund 50 Mann, waren vor Ort, bauten zur Absicherung eine Wasserversorgung auf. Asche, die Feuerwehrleute aus dem Kamin holten, wurde abgelöscht. Der Schornsteinfeger wurde zur Einsatzstelle gerufen, um den Kamin zu reinigen. Auch die Drehleiter aus Dahlbruch wurde in Stellung gebracht. Eine ältere Hausbewohnerin musste während des Einsatzes der Feuerwehr in einem Rettungswagen versorgt werden. Vorsorglich wurde die Frau dann im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert.